Wäre schön, wenn sie diesen 13. Platz halten könnte, aber das hängt natürlich auch noch ab von Läuferinnen, die nach ihr kommen und die dadurch weit zurückgefallen sind, da sie halt eklatant patzten in ihrem Kurzprogramm. Dazu gehört auch beispielsweise Alena Leonova aus Russland, aus St. Petersburg, die bei den Olympischen Spielen 9. war. Die gestern im Sturz, so schlimm war es nicht, im Kurzprogramm stürzte beim dreifachen Flip und auch bei der Sprungkombination mit dem Lutz wackelte und dadurch büßte sie einige Punkte ein und fiel zurück auf den 14. Platz. Also einen Rang hinter Sarah Hecken. Und wenn Alena Leonova durchkommt, dann wird sie wahrscheinlich an Sarah Hecken wieder vorbeiziehen. Das ist eine sehr sprungstarke Läuferin, wie Sie gleich sehen werden. Beginnt auch mit der Sprungkombination Torlup 2x dreifach. Und danach folgt nach einer Fliegersequenz der dreifache Lutz. Torlup dreifach und nochmal dreifach. Oha! Läuft zu Musiken aus dem Film Chicago. So, das ist jetzt gleich das Ende dieser Fliegerschrittfolge. Und dann muss sie ran an den Lutz. Aus einigen Elementen heraus. Da ist er. Jetzt der Rittberger, auch der gelingt nicht einwandfrei. 2 Minuten sind rum in dieser Kür von Alena Leonova und bis zum jetzigen Zeitpunkt ist Sarah Hecken ganz klar besser, wenn hier nicht noch was passiert. Dreifacher Flip, ja. Und Doppelachsel, den hatte Sarah Hecken nicht im Kürprogramm. Ja, jetzt kommt auch nochmal der dreifache Flip ganz sauber.
Oh, das war ein Kraftakt. Aber es könnte sich bezahlt machen, denn sie hat in der Tat in der zweiten Hälfte der Kür nochmal ordentlich aufgedreht und die schwierigsten Sprünge noch einmal gezeigt und damit den Schwierigkeitsgrad sicherlich erhöht in dieser Kür. Also, wir zählen bei Sarah Hecken zweimal den dreifachen Salchow, zweimal den dreifachen Toe-Loop, davon einmal in der Kombination. Der Lutz gestürzt, drei Doppelachsel. Das sind also insgesamt drei verschiedene Dreifachsprünge gegenüber vier verschiedenen Dreifachsprüngen. Das ist einer mehr, der Alena Leonova. Und damit ist sie wahrscheinlich im Schwierigkeitsgrad höher angesiedelt und auch in den Komponenten, das heißt in den verbindenden Elementen zwischen den einzelnen Sprüngen und Pirouetten. Alla Platova, Piatova, Trainerin von Alena Leonova. Premiere bei den Olympischen Spielen war für Leonova ein gutes Erlebnis. Neunter Platz, das war überraschend gut, also auf einen Hit da gleich unter die besten 10 zu kommen. Bei einer gewaltig starken Konkurrenz ist aller Ehren wert. Eine sprungstarke Läuferin, wenn es klappt. Ja, diesmal nicht gerade beim Auftakt. Weiß auch nicht genau zu deuten, woran das gelegen hat. Hier der dreifache Lutz oder... Ja, genau, der dreifache Lutz war das zu Beginn. Das ist der dreifache Flip. Mit dem Zwischenschritt und dem Doppelachsel. Der dreifache Flip, den Sarah Hecken definitiv nicht im Programm hatte. Das first place for Alena Leonova from Russia. Il punteggio prego. Wer bleibt vorne? Sarah Hecken oder Alena Leonova? Il totale gara dell'atleta è 152,86. La posizione è la terza. Ganz knapp bleibt Sarah Hecken vor Alena Leonova. Ganz knapp mit gerade mal einem Punkt Unterschied.